Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Nicht nur terroristische Gewalttaten erschüttern unser Land, nein, auch gewalttätige linke Aufmärsche wie am G20-Gipfel in Hamburg oder die jährlich am 1. Mai in Berlin und Hamburg stattfindenden Randalen. Polizeibeamte sind in erster Linie die Leidtragenden. In Hamburg wurde nicht davor zurückgeschreckt, Polizeistationen anzugreifen, Steine von Häusern auf Polizeibeamte zu werfen, Fahrzeuge anzuzünden oder mit Stahlkugeln aus Präzisionszwillen auf Beamte zu schießen. Diese Taten gefährden unser Gemeinwesen. Auch begehen organisierte Diebesbanden Wohnungseinbrüche, was viele Bürger in Angst versetzt, wie auch die Anschläge in Nizza, Paris, London und Berlin, Angriff auf die Fahrgäste in der Regionalbahn von Würzburg und nicht zuletzt der Anschlag in Barcelona. Weil die Ausschreitungen bei linken Aufmärschen oder islamistisch motivierten Attentaten und Anschläge keine Einzelfälle bleiben, ist es notwendig, dass unsere Polizei so zu befähigen ist, dass sie diesen Gefahren begegnen kann. Hierzu und zur Optimierung der Gefahrenabwehr sollen durch den Gesetzesentwurf die Organisationsstrukturen der Landespolizei verändert und verbessert werden. Hierfür sollen die Bereitschaftspolizei, die Zentralstelle für Polizeitechnik, das Wasserschutzpolizeiamt und die Zentralstelle für Gesundheitsmanagement in einem neuen Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik aufgehen. Dieses PPELT, wie es dann genannt wird, soll die Aufgabe bekommen, landesweit unterstützend für die anderen 5 Polizeipräsidien tätig zu werden. Hierzu werden die Einsatzhundertschaften der Bereitschaftspolizei beim PPELT in Mainz organisatorisch zusammengeführt und gelenkt. Das SEK gehörte bereits zur BEBO. Die Einheiten des mobilen Einsatzkommandos wurden bereits im Oktober 2016 der BEBO angegliedert und sollen mit dem SEK zu einer neuen Abteilung für Spezialeinheiten zusammengeführt werden. Hinzu kommen nunmehr weitere Beamte aus den Abteilungen Observation und Fahndung der bisherigen Polizeipräsidien. Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf wird ein sinnvoller Schritt in die richtige Richtung getan. Mehr Effektivität bei geänderten Fahranlagen ist notwendig. Aber all diese konkreten Strukturierungsmaßnahmen müssen mit Leben erfüllt werden. Ich frage die Landesregierung, verfügt das Land Rheinland-Pfalz über genügend Polizeibeamte, um die an sie herangetragenen Aufgaben bewältigen zu können? Die Gewerkschaften der Polizei meinen nein und fordern schon seit Jahren 1.000 Stellen mehr zu den bisher existierenden ca. 9.000 Stellen. Ohne genügend Polizeibeamte wird auch die beste Umstrukturierung keinen Erfolg haben. Der Personalbestand der Polizei muss sich mittelfristig bei 10.000 Stellen einpendeln. Dies wird von der Landesregierung seit Jahren ignoriert. Die Polizei muss im operativen Bereich durch mehr Personal verstärkt werden. Ansonsten nutzen die besten Umstrukturierungen nichts. Im Einzelnen wurde die Struktur des Wasserschutzpolizeiamtes vom Landesrechnungshof kritisiert. Geplant sind nunmehr die Zusammenführung der einzelnen Werkstätten und der Verwaltungsaufgaben. Das soll im PPELT besser ausgeführt werden können. Darüber hinaus soll die Stärke der zur Verfügung stehenden Bootsbesatzungen flächendeckend den Anforderungen an Eigensicherung sowie Beweissicherungsgrundsätzen durch Synergieeffekte beim Zusammenschluss im PPELT sichergestellt werden. Hiergegen haben wir keine Bedenken. Keine Bedenken besteht auch hinsichtlich des geplanten Zusammenschlusses der Landespolizeischule mit der Hochschule der Polizei. Dass die Aus- und Fortbildung nunmehr unter einer einheitlichen Führung der Hochschule der Polizei vorgenommen werden soll, findet unsere Zustimmung. Der Rechtsstaat ist Garant für Freiheit, Wohlstand
persönliche Entfaltung und persönliche Sicherheit. Um dies zu erhalten, sind nicht nur effektive Struktur und Gesetze, sondern auch Menschen notwendig, die die Gesetze im Dienste der Bürger unseres Landes unter Zurückstellung persönlicher Interessen umsetzen. Für die Sicherheit in unserem Land wünschen wir uns effektive Strukturen, gut ausgebildete Polizeibeamte, eine gute Ausrüstung und gesetzliche Regelungen, die es ermöglichen, effektiv zur Gefahrenabwehr tätig zu werden. Dieser Gesetzesentwurf, der noch in den Ausschuss beraten wird, wird wahrscheinlich unsere Zustimmung erhalten. Wir behalten uns aber vor, die Landesregierung in einem Jahr zu fragen, ob die angedachte Strukturänderung die gewünschten Effekte erbracht haben. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die von unseren Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen geleisteten treuen Dienste. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.